Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Episode 2 Star for Help. Wir wollen jetzt Katja, Doug retten und wo auch immer Kenny ihn ist, ihn auch. Wir müssen nämlich jetzt die Kannibalen ausrotten. Und zwar endgültig. Danny, is that you? What's going on out there? Hallo. I left Danny in the barn. He got what he deserved. Auch Brenda. Oh. Lee, get back. Don't come in here. You didn't plan to go snooping around, did ya? Let her go, Brenda. Lass sie. Come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Alter, warum? Ich weiß nicht, was ich tun soll, ob ich mich falsch entscheide oder richtig. Kann ich sie mit Coins bewerfen? Nein. Ich kann doch nach vorne gehen. Okay. Stop right there, I mean it. Alter, was eine Situation. Think about what you're doing. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Oh, Miss Schramark. Vielleicht kann ich sie ja dazu bringen, dass sie da oben hinrennt. Ein Stück. Stay back! Don't do anything stupid! Let her go, Brenda. Lass sie in Ruhe, Alter. Warum? Warum will sie das tun? Hier ist... Ne, ich kann eh nur geradeaus gehen. Oh mein Gott, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Nicht damit. Warum will sie das nicht? Please don't make this any worse. Mach es nicht. Just stop. Dass sie den nicht hört. Oh mein Gott, ich sehe schon gleich, der Zombie will. Zombie Mark möchte gleich irgendwas machen. Oh mein Gott. Tja, selbst schuld. Oh fuck. Oh oh. Oh fuck. And don't shut up. Ach du Scheiße. Andy. Who the fuck do you people think you are? Look at what you done. Shut the fuck up. You think I'm playing here, boy? All we wanted was gas. We came to you peacefully. Lol. Oh mein Gott, dieser Leck. So eine Scheiße. Hammeröde. Ah, Kuh! Ey. Wer schießt denn da die ganze Zeit auf weh? Hä? Warum hat denn der überall Blut? Boah! Jetzt gibt's hier Zombie-Schnetzlerei. Was macht er denn jetzt? Warum macht er denn den Strom an? Ach, okay. Nein. 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 Ich möchte nicht an diesen Stromdraht. Ich will nicht. Nein. Alter, wie oft soll ich den Kuh drücken? Alter. Hä? Ich kann nicht mehr. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Aber das sieht man jetzt nicht. Was ist denn jetzt los? Lily! Hilf mir! Nice, Lily. Das war wichtig. Alter. Leute, ich wollte ihn punchen. Am Arsch.
du kriegst. Also wie viele Schüsse der aushalten kann, das ist so der Hammer. Oh, jetzt brutzelt er. Und dieser Leck ist doch ätzend. Diese Zwischenladesache. Boah. Is that all you got, Lee? You ain't shit. It's over. So sieht's aus. Fuck you. Let's do this standing while we get out here. Die sind schon tot. We're both dead. Oh. What the fuck did you do? Ach, und da weint er. Assi. Oh. Don't you dare walk away from me, Lee. Oh. Get back here and finish this, Lee. Nee. Obwohl? Nee, für den brauche ich gar keine Kugel. Was ist denn das jetzt? Shoot him oder ihn alleine lassen? Ich würde sagen, wir lassen ihn alleine. Er soll leiden, der Assi. Wir haben schon genug Leute getötet heute. Fight me like a man, Lee. Nee. Oh, fällt sich der Generator noch auf. Oh oh. Ach Leute, wo kommen die denn direkt alle her? Wo seid ihr weg? Und wird es mit Kenny? Ist der jetzt angeschossen oder was? Ah, da oben ist die Brenda. Tja. Schade, schade, Schokolade. Das war ganz schön krasse Sache, ey. Alter Falter. Puh. Das war hart. Boah, wie die Lili aussieht, ey. Alter! Wie die Enden immer so krass sind. Oh, da vielleicht ist es noch gar nicht das Ende. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Ja. Yeah, and Clementine almost ate some. But... Ekelhaft. I stopped her. I can't leave her alone, Carly. This fucking world now. It's hiding just unspeakable shit at every turn. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. What's this then? I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. Ooh. Toll. Was geht denn jetzt mit Kenny? How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hä? Das ist nur ein Streifschuss, oder Hunt, was? Go on ahead and give me and Lee a second. Wir sollten jetzt mal wieder was klären. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? You're no hero. You destroyed two lives in that meat locker. No. Tell me what you're saying. Kenny, you're not a bad man, but fuck. What the hell are we gonna do now? Uh-oh. Das sieht alles nicht gut aus. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Yep. Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark and they were gonna kill all of us.
They had to stop. So sieht's aus. Understand? Yes, I think so. Das sollte sie schon verstehen mittlerweile. What's that noise? Oh oh. Sounds like a car. Oh god, not more strangers. Hä? Ich höre nix. Ein leeres Auto. Ach, dieses Bing. Hello? Okay, dann gehen wir mal in Richtung Auto. Hallo? Jemand zu Hause? Ich will nichts tun. Ich will nur gucken. Was ist denn hier? Biggers. Oh, crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. Huh? This food could save all of us. Wo kommt das denn her? All of us. Lol, warum? Ach so, oh. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. But what if it's not? Well, what if it's not abandoned? What if it is someone's? Ja, es ist unseres, oder? Wer es gefunden hat, dem gehört's. We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Ja, so schaut's nämlich aus. Nach dem, was wir miterlebt haben, gerade auf der Farm, bin ich froh, dass wir was zu futtern haben. It's locked. No shit, I already tried that. But I heard you take the keys from up front. Komm mal auf. More food in here. Das sind bestimmt irgendwelche Banditen, die gleich da kommen. Supplies? I'll take it. Noch mehr Supplies. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. Okay. Got a box of food here. I'll carry it. Noch mehr Futter, Mr. Hoodie. Looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Well, think of it like you're holding on to it. You can give it back if we ever meet up with him, okay? Okay. Jetzt haben wir das Auto leergeräumt. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh god. Lee, you're gonna wanna see this. Was ist denn das? Oh shit. Was ist denn das? Leute, die haben uns beobachtet. Und zwar die ganze Zeit. Jake, Bart, Linda und all y'all fucking sickos from the safe lots. They call y'all bandits, but you're
What? Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. War das die Mutter von Clementine? Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who do. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. What the fuck? War das die Mutter? Hä? Jetzt bin ich aber Maximum verwirrt. Alter. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phase is more. It's starting to add up. Wohin fahren wir denn da? I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not oh doing mein Gott, die Banditen you kommen. You murdered her dad. I did what I had to and you know it. Maybe people out there got things lined up better than us at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Long road ahead. Episode 3, The Walking Dead. Alles klar, schauen wir uns mal die Übersicht an. Chop David's Leg off. 86% haben das getan, alles klar. Shot Jolene. Okay, das war die alte. Oh, guck mal, da sind wir auch mit 88% so in der Mehrzahl. Helped kill Larry. Krass, haben echt so viele nicht geholfen. Nice. Kill both of the St. John. Okay. Ja, am Ende muss man den halt so leben lassen, ne? Dann wird halt zum Zombie und schön gefressen, so ist in Ordnung. Keine Kugel verschwenden. Und stole food from the car. Ja, von wem gehört denn das Auto? Ich meine, wahrscheinlich den Banditen oder sowas, aber ist mir jetzt auch egal. Jo. Ich würde sagen, wir haben hier ganz klar die Mehrzahl der Entscheidungen gehabt, außer jetzt vielleicht die letzte, da waren 54%, das war knapp. Aber nichtsdestotrotz war es so. Ja. Damit ist auch Episode 2 vorbei. Und sie war extrem brutal, aber auch extrem geil. Aber dieses Mal ging es eigentlich fast gar nicht um die Beißer, sondern nur um das Zwischeninteracting, sag ich jetzt mal, zwischen den überlebenden Menschen, ne? Das war schon übel. Aber es spiegelt genau das wider, wie es auch gerne die Serie hätte. Oder macht. Ist echt gut. Echt, echt saumäßig gut. Aber ich bin echt noch... Boah. Larry ist tot. Eigentlich wollte ich das ja die ganze Zeit, ne? Aber wie? Das wollte ich... Ich hatte echt gedacht, der will mich irgendwann nochmal umbringen und dann knall ich ihm in die Fresse. Aber es ist halt nicht so passiert, ne? Es ist ganz, ganz anders passiert und alles ist anders gelaufen. Ich bin mal echt gespannt, wie die nächste Season abläuft. Episode, nicht Season. Ich hoffe mal, dass diesmal schneller wiederkommt als anderthalb Monate oder so. Das wäre echt geil. Am besten morgen, aber ich glaube es fast nicht. Ja. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und hauen sie rein. Bis zur nächsten Episode oder schaut euch irgendwelche anderen Let's Plays von uns an. Wir haben ja genug zu bieten. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.